Okay, dann machen wir das. Dann gehen wir da rein. Wir gehen Tanz mit dem Unbeschreiblichen. Okay, ein interessanter Titel. Klingt weird. Mal gucken. Oh, Setting gefällt mir schon mal. Das klingt jetzt so, oder, also, nicht, es klingt, aber es hat so die Wirkung. Was ich mir jetzt vorstellen würde, ist, er läuft jetzt so ins Bild und fängt so mit Real Talk an, Alter, und rappt irgendwie so 80 Bars durch über sein Leben. Ja, okay, er läuft schon mal rein, sehr gut, Dicker, und jetzt fang an, erzähl uns von deiner Kindheit. Erzähl, was passiert ist in den schlimmsten Momenten deines Lebens. Los geht's, gib uns. Komm. Mit den Wörtern, bis die Fußsohle blutet. Okay, ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Kopf muss sich nochmal umstellen, wir gehen rein. Tanz mit den Wörtern, bis die Fußsohle blutrot ist. Möchte etwas aussagen, wo alles verstummt. So wie Mundtot ist keine bloße Kunst, wo die Kundschaft nickt. Okay, der hat einen interessanten Flow mit diesen Betonungen, ne? Mundtot ist Mundtot. So wie Mundtot ist keine bloße Kunst, wo die Kundschaft nickt. Suche Zeilen, wo jede zweite wen zum Umfallen bringt. Will etwas Unbeschreibliches, fuck it, ich schrei es laut. Sie feiern es, Mann, ich bin doch gerade nur weinerlich drauf. Frage mich. Ich finde bei dem den Text diesmal leichter nachzuvollziehen. Ich weiß, dass der schon mit Songs hier drin war, die für mich nicht so greifbar waren. Beziehungsweise, doch sagen wir mal, schon greifbar, aber er ist oft so ein bisschen hin und her geschwenkt, textlich. Ne? Das klingt hier ein bisschen mehr nach einem roten Faden. Ich kann ihm gerade gut folgen. Sie feiern es, Mann, ich bin doch gerade nur weinerlich drauf. Frage mich, was jeder Trost nur verspricht. Will, dass die Menschheit bei meinen Checks wie jene Hoffnung zerbricht. Gebe den Songs eine letzte Songs, irgendwann bringen sie es zurück. Ich werde den Moment bekommen, als du noch da warst, als du noch meintest, dass unser Tanz bei weitem nicht vorbei ist. Mir fehlen die Worte, mir fallen. Okay, er ist sehr speziell unterwegs, ne? Jetzt kommt er mit so einem hohen Stimmeinsatz um die Ecke. Er ist schon speziell, aber Kaichi war immer speziell. Ich denke, das ist so ein typischer Teilnehmer, ne, die gibt es immer mal wieder. Entweder man kann, feiert den voll ab oder man kann nicht so viel damit anfangen. Was, als du noch meintest, dass unser Tanz bei weitem nicht vorbei ist. Mir fehlen die Worte, mir fallen keine Worte mehr ein, seitdem du weg bist, seitdem du weg bist. Du hörst mich nur noch weinen, du hörst mich nur noch schreien zu Hause. Nein, ich brauche das, denn ohne dich bin ich wie ohne was, wie ohne was. Ah, scheiße, er hat mich an der Stelle verloren. Ich fand den Anfang ganz nice. Jetzt mit diesem Change in der Stimme, also jetzt ist er für mich so ein bisschen aus dieser Struktur rausgebrochen. Ich hatte vorher das Gefühl, ich kann ihm ganz gut folgen. Und weiß nicht, allein schon von der Art und Weise, wie er die Lines aufgezogen hat. Ne? Es war so recht durchschaubar für mich. Jetzt wird es mir ein bisschen zu wild, aber wir gucken mal. Das des Vergleichen geht nicht. Ein Tanz mit dem unbeschreiblichen Wesen. Hab dich noch glasklar vor Augen. Nein, ich kann's nicht vergessen. Dabei lebtest du keinen Tag wie den letzten. Tanz mit den Wörtern, bis die Fußsohle blutrot ist. Möchte. Ach, das ist die Hook. Das habe ich ja gar nicht gepeilt. Das ist die Hook oder was? Ich dachte die ganze Zeit, das wäre Teil des Parts gewesen. Was denn, Diss gegen Cash ist mit Real Talk? Achso, das hast du jetzt erwartet oder was? Achso. Tanz mit den Wörtern, bis die Fußsohle blutrot ist. Möchte etwas aussagen, okay. Wo alles verstummt. So wie Mundtot ist keine bloße. Aber Hook finde ich geil. Wo die Kundschaft nickt. Suche Zeilen, wo jede zweite wen zum Umfallen bringt. Will etwas Unbeschreibliches, fuck it, ich schrei es laut. Sie feiern es, Mann, ich bin doch gerade nur weinerlich drauf. Hook finde ich cool. Frage mich, was jeder Trost nur verspricht. Will, dass die Menschheit bei meinen Checks wie jene Hoffnung zerbricht. Okay. Ah, dann habe ich die Songstruktur von Anfang an nicht gepeilt. Alte Fest an der Vergangenheit, weil das jetzt bedrückt voll. Nur mit den Worten scheint mein Ausblick so trüb. Doch noch einmal diesen Augenblick, wo du mir in die Augen blickst, genügt schon. Tanz mit den Wörtern bis zur Fußsohle. Ja, es ist schon interessant so. Es ist was Eigenes, es ist ja ein eigener Film, wie Kaichi den immer fährt, aber nach wie vor nicht so mein Ding. Also mir gefällt es besser als die anderen. Ich mag den Beat sehr gerne und den Stimmeinsatz, wenn er nicht so krass, keine Ahnung, so krass einen Film fährt mit dieser hohen Stimme. Ja, da mag ich das gerne. Aber er ist für mich so einer,
Weil er hat selten so diese eine Line, die mich irgendwie catcht oder so, weißt du? Oder diese eine Aussage, die mich irgendwie krass mitnimmt. Blutrot, es möchte etwas aussagen, wo alles verstummt. So es ist immer so allgemein gehalten und irgendwie so viel Interpretationsspielraum. Und Tod ist keine bloße Kunst, wo die Kundschaft nickt. Suche Zeilen, wo jede zweite Wind zum Umfallen bringt. Will etwas umschreiben. Boah, der Stimmeinsatz ist geil. Das ist geiler Stimmeinsatz. Weinerlich drauf. Frage mich, was jeder Trost nur verspricht. Will auf die Menschheit, weil mein Schrecks wie jene Hoffnung zerbricht. Ja, schade. Ich glaube, hätte er den Stimmeinsatz irgendwie, wäre er den so hauptsächlich gefahren, das wäre mehr mein Ding gewesen. Aber Stimmung war cool. Es hat auf jeden Fall eine coole Atmosphäre und eine coole Stimmung. Er hat auch mit Musik aufgehört und alles von sich gelöscht. Ach krass, der hat komplett aufgehört. Schade irgendwie, ne? Also warum löscht man? Das verstehe ich immer nicht so richtig. Also ich kann es verstehen, Digga, wenn du irgendwie, keine Ahnung, deine ersten Versuche nicht mehr online haben willst, ne? Weil du damals dachtest, du wärst so überkrass und dann guckst du dir das Jahre später an und denkst du, boah, Bruder, wie peinlich. Ja, aber das war jetzt nichts Peinliches, Digga. Von dem her, keine Ahnung, warum die Leute das dann immer so weghaben wollen. Ja gut, vielleicht hat es irgendwie berufliche Gründe, private, so, ne, kann ja an allem Möglichen liegen. Na gut, gehen wir mal zu Jasper rein. Der hat hier auch nochmal so ein Intermezzo. An der Stelle Respekt, dass du nicht Geo-Rap mal gelöscht hast. Nee, wieso denn? Klar ist es heute teilweise auch ein bisschen cringy, aber es war halt eine andere Zeit, aber das gehört ja nun mal zu mir. Gehen wir rein. Was kommt denn jetzt von Jasper, Digga? Ja. Beatwahl. Es war 2015, Penner Swag wurde released. Aber Jasper war nicht da, eingesperrt auf Therapie. Runterkommt vom Kokain. Ich hab 25k in paar Monaten verballert. Einfach so, c'est la vie mit mir. Ey, ich merk immer wieder, dass ich diese Verarbeitung, wenn er irgendwie über seine Vergangenheit spricht, so was bei ihm abging, ich feiere das immer von Jasper. Ich mochte das auch schon bei der Antwort gegen Dima Richman. Und auch hier funktioniert es wieder mega. Kokain, ich hab 25k in paar Monaten verballert, einfach so, c'est la vie, mit mir selber im Krieg, doch ich bin da dran gewachsen. 6 Monate später, ich wurde frühzeitig entlassen. Wieder nach Berlin, ich wollte einfach Mucke machen, doch ich war noch nicht bereit, der Teufel saß mir noch im Nacken. Bin dann rückfällig geworden, ich hab nix draus gelernt. Gründe gab es viele, doch für mich keinen, um aufzuhören. Aus dem Baumarkt mit Kalle Flasche Ammoniak besorgt, den Albaner gecallt und der war sofort vor Ort durch den Geschmack angefixt. Ich finde ja, er hat es einfach drauf, so Storys zu erzählen. Du willst ihm zuhören. Das ist schon so die halbe Miete. Gerade bei so einem Ding, ne? Also wenn es darum geht, dass du irgendwie textlich überzeugen willst, inhaltlich, mit deiner Story, dann musst du es halt irgendwie hinbekommen, dass die Leute Lust haben, zuzuhören. Und bei ihm gelingt es immer, finde ich. Er kann das sein. Er zieht einen recht schnell in diesen Film und du willst hören, okay, was ging ab bei dir, Bruder? Ich war gleich wieder drauf, hab bei Klimo gewohnt und kochte nachts heimlich auf. Mein Merchandise geklaut und den Stoff davon gekauft. Hab das alles nie verdaut, deshalb musste das mal raus. Das Einzige ist, ich mag den Beat an sich so von der Stimmung und Atmosphäre. Er klingt nur ein bisschen billig. Klingt halt... Ja, weiß ich nicht. Ist so ein bisschen das, was Jiggy öfter mal bei mir gesagt hat, wenn es um meine Songs geht. Ne, da hat er irgendwie bei diesem Panik-Song gemeint, dass er die Beatwahl manchmal so empfindet, als wären sie so Plastik. Das habe ich zum Beispiel bei diesem Beat krass das Gefühl. Auch wenn ich den Beat an sich schön finde von der Atmosphäre, aber er klingt trotzdem irgendwie so billig gemischt so. Da ist geklaut und den Stoff davon gekauft. Hab das alles nie verdaut, deshalb musste das mal raus. Diese Zeilen aufzuschreiben heißt dann gültig damit abzuschließen. Bin durch die Hölle gegangen, auf dem Weg ins Paradies. Angst längst verloren in der Dunkelheit. Egal was noch kommt, es gibt nix, was mich runterreißt. Zeilen eingestochen auf der, nice. Haut. Zu viel Hass in mir hat sich angestaut. Bilder eingebrannt in meine Seele. Dass es so weit kommt, hätte ich selber nicht geglaubt. Zeilen eingestochen auf der Haut. Finde ich auch eine geile Hook. Zu viel Hass in mir hat sich angestaut. Bilder eingebrannt in meine Seele. Dass es so weit kommt, hätte ich selber nicht geglaubt. Ja, auch cool, dass er mit dem, ne, dass er den Reim einmal rausnimmt. Seele. Also nicht, und dann den Reim wieder zurückholt, geil, ja, geht gutes Wort. Hab mich wieder gehen lassen, bekam nix auf die Kette. James C. nicht eingereicht, keiner wusste, wo ich steckte. War wieder in Kiel. Ja, auch geil, dass er jetzt das wieder aufgreift, gerade für den Kanal auch gut. Nix auf die Kette, James C. nicht eingereicht, keiner wusste, wo ich steckte. War wieder in Kiel, lag in irgendeiner Ecke, hab das Handy ausgemacht, weil die Pfeife so gut schmeckte. Beklaute meine Freundin, beklaute ihre Eltern, die Beziehung weggeworfen, weil ich leider nur das Geld sah. Beutel kaufen gehen, mit nem Socken voll Münzen, zu Hause Frau mit Kind, doch davon wollte ich nix wissen. Der Geist wieder vergiftet. Ja, die Sache ist halt, dass man bei dem Jasper halt irgendwie direkt dieses
ja, du glaubst dem das halt einfach, ne? Man weiß bei Jasper ja, was er so für Probleme hatte in seinem Leben. Und dadurch ist es so glaubwürdig. Man hat ja oft so Songs, ne, da werden so große Kaliber rausgehauen, ja. Und dann geht's um irgendwelche Gangs, die einen irgendwie nachts auflauern wollen und einem die Fresse kaputt schlagen wollen aufgrund irgendwelcher fehlgeschlagenen Drogendeals und so. Aber bei ihm wirkt das halt immer so fucking authentisch. Und ich war vollkommen von Sinnen, denn das Drama sollte dann nochmal von vorne beginnen. Ja, Jenny fuhr dann in den Urlaub und ich blieb allein zu Hause und verrauchte an dem Tag das Geld, was ich zum Leben brauchte. Nächsten Morgen pleite, doch die Pfeife vor Augen. Also musste die komplette in Einrichtung dran glauben, sodass ich nur noch ne Matratze in der Wohnung hatte. Und wozu das Ganze? Ein paar Beutel in der Hosentasche. Zeilen eingestochen auf der Haut. Zu viel Hass in mir hat sich angestaut. Bilder eingebrannt in meine Seele. Das ist so weit kommt, hätte ich selber nicht geglaubt. Zeilen eingestochen auf der Haut. Zu viel Hass in mir hat sich angestaut. Auch geile Betonung von zu viel Hass hat sich angestaut in meiner Haut. Gestaut. Bilder eingebrannt in meine Seele. Dass es so weit kommt, hätte ich selber nicht geglaubt. Angekommen im Harz, machte kalten Entzug. Schweißausbrüche, Übelkeit und ich fand keine Ruhe. Ich bekam kein Auge zu, die Gedanken waren zu krass. Alles, was ich getan hatte, Mann, es fuckte nur noch ab. Meine Freundin trennte sich, blieb mit der Tochter in Kiel. Und seit 3 Jahren hab ich jetzt keinen Kontakt mehr zu ihr. Ah, Bro, sowas mies, Mann. Ja, ich weiß nicht, wie die Situation da aktuell ist. Ich hoffe, das hat sich irgendwie geklärt, Mann. Ich finde das so schade, wenn man so nicht für sein Kind da ist oder da sein kann. Ja, weil ja, am Ende leiden immer die Kinder drunter so. Ich hätte gern Papi gehabt, Alter. Sogar verstehen, denn meine Ex hat was dagegen. Hab die Vaterschaft nie anerkannt und jetzt ist es zu spät. Doch dann den Absprung geschafft. Es musste einfach sein. Crazy. Tut mir leid, Jan, ich hoffe, du kannst mir irgendwann verzeihen. Machte 10 Schritte zurück, doch ein wieder nach vorne. Und diesmal mache ich alles richtig, hab ich mir geschworen. Ich weiß, woher ich komme und das gibt mir täglich Kraft. Seit 2 Jahren mittlerweile keinen Rückfall mehr gehabt. Ich weiß noch ganz Props. Genau, wie das... Props, Bruder, Props. Also gerade, ne, wenn es um so harte Drogen geht, Digga, mit so Entzugserscheinungen und so, Brudi, Hut ab. Mit täglich Kraft seit 2 Jahren mittlerweile keinen Rückfall mehr gehabt. Ich weiß noch ganz genau, wie das lief die erste Nacht. Herzattacken und ich dachte wirklich nicht, dass ich das schaff. Und ihr müsst nur verstehen, dass die Mucke sich verändert. Bleib für immer ich, doch nicht der Unterschichtenpenner. Bin froh, dass ich da weg bin, kann mich leider nicht verstellen. Sie nennen es Imagewechsel, doch ich bleibe nur ich selbst. Auch eine nice Line, ja? Er verändert jetzt seine Mucke, weil es nicht mehr zu seiner Lebensrealität passt. Die Leute sagen, ah, Digga, du bist doch fake so, weil du jetzt nicht mehr über dein Penner-Image rappst. Und er sagt, Bruder, ich bin einfach nur real. Und deswegen, mein Leben ändert sich und die Mucke deshalb auch. Ganz cool. Man kann mich leider nicht verstellen. Sie nennen es Imagewechsel, doch ich bleibe nur ich selbst. Zeilen eingestochen auf der Haut. Finde ich cool. Zu viel Hass cooler Song. In mir hat sich angestaut. Bilder eingebrannt in meine Seele. Dass es so weit kommt, hätte ich selber nicht geglaubt. Zeilen eingestochen Glanzen, auf der Bruder. Haut. Zu viel Hass in mir hat sich angestaut. Angestaut. Bilder eingebrannt in meine Seele. Dass es so weit kommt, hätte ich selber nicht geglaubt. Doch, finde ich cool. Bis auf den Beat. Der klingt irgendwie so ein bisschen billig. Aber an sich cool. Ich mag's, wenn er so Storytelling-mäßig um die Ecke kommt. Das kann Jasper. Also bei mir funktioniert das immer. Ne? Das liegt ja immer an jedem selbst, wie gut er das annehmen kann oder wie gut das bei ihm funktioniert. Aber bei mir hat es sehr gut funktioniert. War ein sehr, sehr starker Jasper-Track. Leider nur ein Intermezzo, welches vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit genießen konnte. Oh, stimmt. Das ist ja krass, die Klicks. 60.000 da nur noch auf einem JBB-Kanal, Digga. Ja, da sieht man schon langsam den Abstieg, ne? Also nicht mehr vergleichbar mit alten Zahlen. Da kam ja wirklich jeder Rotz, so, der hochgeladen wurde, hatte da so die mindestens 200.000 Klicks. Er redet von der Zeit, welche Ende JBB 2015 war. Dort hatte er eigentlich ein Bonus-Battle gegen Rolex, hat jedoch die Runde nicht eingereicht. Ja, ich weiß das noch. Ja, dass er doch auf einmal verschwunden ist und sowas.